Hallo, herzlich willkommen zu den sechsten Nachtgedanken. Es ist inzwischen Samstag, wir sind seit einer Woche hier und zum ersten Mal mit den Nachtgedanken in der Halle, dem heiligen Ort des Song Contest 2015. Auf der Bühne hinter uns wird er vonstatten gehen, der Song Contest aus Wien. Am Dienstag und am Donnerstag die Halbfinals, am Samstag das Finale. Da erzähle ich euch natürlich nichts Neues. Die Bühne ist grandios, wie wir finden. Eure Meinung interessiert uns natürlich auch, schreibt uns dazu gerne. Wir sind sehr begeistert, weil es eben auch eine reale Bühne ist, ein wirkliches Bauwerk und nicht nur eine Videoinstallation. Die heutigen Proben des zweiten Halbfinals gingen richtig gut über diese Bühne. Man merkt, die Delegation, die Sänger kommen inzwischen in der Stadt beim Song Contest an. Sie werden selbstsicherer, selbstbewusster. Die Nervosität des ersten Durchgangs ist bei den meisten verflogen. Besonders deutlich zu spüren ist das bei dem Israeli, der bei der ersten Probe vor ein paar Tagen unglaublich nervös war, ein nervöses Flackern in den Augen hatte, kaum singen konnte. Inzwischen ist das alles weg. Und mit dieser Leistung, die er heute gezeigt hat, hat er sicherlich wieder Chancen, ins Finale vorzustoßen. Auch wenn er nicht der begnadete Tänzer dieses Wettbewerbes mehr werden wird. Was hatten wir noch? Norwegen kristallisiert sich wirklich vom Geheim zum Top-Favoriten. Die Begeisterung hier im Pressezentrum zumindest ist grandios. Viele trauen ihnen den Sieg am 23. zu, weit vor den übrigen Kandidaten. Darüber hinaus entwickelt sich Lettland zu einem stillen Favoriten. Anfangs oder noch vor den Proben hatte sie kaum jemand auf der Rechnung, aber der Auftritt ist wirklich fantastisch. Ein wunderschönes Kleid, toll ausgeleuchtet, eine sehr stimmige Inszenierung, dazu die großartige Stimme von Aminata. Das könnte für Lettland eines der besseren Ergebnisse der letzten Jahre werden. Wir bleiben dabei und werden das abwarten und beobachten. Die Stimmung für Lettland hier zumindest ist sehr gut. Auch Montenegro für die Balkanfreunde unter euch und unter uns. Balkanpop vom Feinsten. Auch Knees wird immer sicherer. Ein sehr gefühlvolles Lied für die Liebhaber von stillem, romantischen Balkanpop. Schwer wird es sicherlich für Malta. Eigentlich ist die maltesische Sängerin eine sehr gute Sängerin, bloß ein Teil ihrer Töne trifft sie denn doch nicht so sauber und bei dem Lied wird das gnadenlos bestraft. Also wenn am Halbfinale sie ein bisschen daneben liegt, was sie bei den Proben ab und zu tat, könnte das sehr schwierig für sie werden. Zudem kommt das Lied auch hier im Pressezentrum zumindest nicht übermäßig gut an. Gleiches gilt für Portugal, dem kaum Chancen für den Finaleinzug eingeräumt werden. Litauen, das farbenfrohste Lied des Wettbewerbs, munterer Schlager, könnte aus den 80er Jahren der Hitparade stammen. Sehr heiter vielleicht, tanzen und küssen sich die beiden ja ins Finale. Größtes Fanaufbegehren gibt es natürlich bei Schweden. Måns Zelmerlöw ist in der Stadt und die Pressekonferenz wird von professionellen Securities bewacht und nicht mehr von den Volunteers, weil der Andrang so groß ist und man befürchtet, dass sich einzelne Volunteers, Fans und so weiter die Klamotten vom Leibe reißen. Daher professionelle Security bei Måns Zelmerlöw, um ihn ein wenig abzuschirmen von der aufgeregten Meute hier in Wien. Ein paar Proben laufen noch, gleich geht es hier nach der Pause weiter mit Schweden, mit Zypern, aber auch mit Slowenien und mit Polen. Danach geht es auf die Partywiesen sozusagen, die Delegationsparty starten. Fast alle Delegationen sind jetzt hier, auch die Großen sind heute angereist. Darüber berichten wir dann ab morgen, wenn Deutschland zum ersten Mal probt und auch die erste Pressekonferenz gehalten hat. Bis dahin. Kommt gut durch diese Nacht. Wir wünschen euch viel Spaß an diesem Wochenende. Feiert Eurovision schon einmal vor, denn es ist nur noch eine Woche ab heute. Bis dahin, euer OGAE-Team aus Wien. Ciao.